Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist rein zufällig. Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder bei der Familie Rogerson. Ganz wichtig, der Fuddy, der braucht erstmal einen neuen Job. Ich habe festgestellt, es gibt keine, also wenn man jetzt hier mal im Baummodus guckt, ich habe noch kein Telefon gefunden. Denn ich gehe mal davon aus, dass es alles jetzt übers Handy läuft. Also wenn man jetzt so ein bisschen bei, wobei, was ist denn Apparate? Aha. Vielleicht gibt es das ja doch. Und mir ist aufgefallen, die haben ja noch gar keinen Mülleimer. Doch, da steht einer. Na gut, also. Der Colonel ist natürlich das Arbeitstier. Das heißt, er muss sich erstmal einen Job suchen. Und, da. Gucken wir mal schnell aufs Handy. Was sagen denn die Bedürfnisse? Die Bedürfnisse sagen, die Blase drückt. Und deswegen muss er jetzt sich schnell für einen Job entscheiden. Er ist natürlich Astronaut. Also, ist doch klar. Ne? Das Maximum, was man erreichen will, ist der Mond. Und zurück. Sandy hat noch keinen... nee, Moment. Mandy hat natürlich noch keinen Job. Sandy, ist eher so die Hausfrau. Aber Roger hat sich so einen Nebenjob gesucht. Und für Roger kommt natürlich nur eins in Frage. Denn Roger ist der absolute Geek. Er sucht noch ein bisschen. Und er wird natürlich Technikguru. Das ist ja klar. Ausnahmetalent ist er ja. Das heißt, er verdient fast mehr als Vater. Übrigens ist es wirklich so, Roger fühlt sich natürlich im Zusammensein seiner Familie relativ unwohl, denn ich habe es im Familienstammbaum habe ich das so erstellt, dass er nicht zu dieser Familie gehört. Also der Colonel und Sandy sind die Eltern von Mandy, aber nicht von Roger. Roger lebt einfach nur da. Und das Problem ist, dass Roger sich sozial immer unbeholfen fühlt, so wie gerade bei sein Fremder. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Roger stellt sich gerade allen vor. Mal gucken, was er mit seiner Stiefschwester... Guckt er erstmal ein bisschen Fernsehen und sagt Hallo. Ja, wir verstehen sich so ein bisschen. Die haben eine etwas kleine Couch. Und da wir noch etwas Geld haben, gucken wir jetzt uns mal den Kaufmodus an. Kann ich den eigentlich... Ach, guck mal an. Man kann endlich Sachen, die in Gebrauch sind, auch benutzen. Die verkaufen wir natürlich erstmal. Und kaufen jetzt... Oh, die sind auch aufgestanden. Kaufen jetzt natürlich erstmal eine neue Couch. Zwar muss es ein großes Sofa werden. Wir können uns das natürlich auch mal in einem Zimmer angucken, in einem vorgefertigten. So. Hier haben wir nämlich jetzt die Wohnzimmer, beziehungsweise alle Zimmer zur Auswahl. Und dann nehmen wir jetzt mal das Wohnzimmer und gucken uns mal an, wie hier so die Couchlösungen sind. Das ist natürlich, darf natürlich nicht zu fein sein. Also ich glaube hier so ein Basic-Zeug, das wird schon reichen. Das kommt auch eigentlich, ja, ganz gut hin. Da haben wir die erste Couch. Da müssten jetzt mehr Leute drauf Platz finden. So. Die Wölfe heulen. Sandy kann Roger natürlich leiden, deswegen müssen wir mal gucken, dass die ein bisschen auf der Toilette über den Weltfrieden reden. Die Arbeitszeiten von Colonel. Ah, die sollen sich da mal auf dem Klo vergnügen. Oh nein, du bist doch meine Stepmom. Aber da ist Roger viel zu schüchtern. Ja. So. Er ist natürlich noch Praktikant. Also man muss natürlich sozusagen vom Tellerwäscher, ne, zum Millionär werden. Das sind ganz normale Arbeitszeiten. 8 bis 17 Uhr. So, relativ wenig. Überstunden machen die ja selten.
So, was haben wir da? Etwas von ausgezeichneter Qualität erstellen. Ja, kannst du dir mal aus dem Kopf schlagen. Freundlich zu Mandy sein. Ja, zu seiner Tochter ist er auf jeden Fall freundlich. Oh oh. Oh, der Colonel ist sauer. Der Colonel. Oh, der Colonel hat was vor. Was macht er denn jetzt? Oh, der Fanny rastet aus. Ich kann die Scheiße hier nicht mehr ertragen. Oh mein Gott. Ja, guck mal, wer war denn das? Das weiß ich auch nicht. Familiensituation eskaliert. So. Das gefällt der Mutti natürlich gar nicht, ja. Und die versucht ihn natürlich direkt zu beruhigen. Ist natürlich klar. So, dann versuchen wir ihn zu beruhigen. Befange, genau. Oh, oh, er ist schon wieder angespannt. Es sind zu viele Leute. Am liebsten würde Roger jetzt ein heißes Bad nehmen. Aber jetzt entdeckt Roger die umgetretene Mülltonne. Und Roger muss den ganzen Scheiß natürlich wieder sauber machen. Ich meine, ist ja klar. So sieht's nämlich aus. Die Family ist drin und hat Spaß und Roger räumt den Müll weg. Da muss auf jeden Fall nochmal der Familientherapeut ran. So geht's ja nun nicht. Das fand er nicht gut. Date planen möchte er. Oh, Mandy hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Was ist denn bitte verrückt? Anfunkeln. Anfunkeln ist doch hier so verarschen, oder? So, dann funkeln wir ihn mal direkt an. Mandy ist gut drauf. So, jetzt gibt's Abendessen. Ja, es ist 17 Uhr. Ich meine, gutes Sonntagsessen ist natürlich hier Rührei. Ja. Gibt's bei uns sonntags auch mal. Sehen wir mal, wie es beim Essen läuft. Oh, Roger fühlt sich schon wieder sehr unwohl. Fremde Gefahr. Aha. Ja, du kannst immer mit der Mutter über Karriere lügen. Oho. Aber Roger ist eine ehrliche Haut. Der lügt seine Mutti nicht an. So, der Colonel, ne, hat natürlich wieder schlechte Laune und lässt ihn natürlich wieder an Roger aus. So. Ja. Ja, da machen sie sich direkt wieder bei Roger lustig. Roger gefällt das natürlich gar nicht. Sehr angespannt. Und da isst er lieber nochmal schnell ein Rührei. Jetzt sind ja alle dabei. Die sind gerade alle verspielt, außer er ist angespannt. Ja, Mutti muss den Abwasch machen. Es gibt natürlich noch keine Spülmaschine. Mandy hat jetzt die Schelmfähigkeit erworben. Was ist mit ihr? Park besuchen. Nee. Roger ist mittlerweile wütend. Ja, und möchte gemein zu jemandem sein, aber das kann er ja nun mal nicht. Also Roger ist nicht wütend. Verdrießliches Gespräch, wütend nach einem unerfreulichen Gespräch. Da geht Roger natürlich erstmal baden. Ich glaube, Geld für eine Badewanne haben wir noch. Kaufen wir Roger mal eine Badewanne, da muss der nämlich seinem Ärger nicht Luft machen. Das passt nämlich überhaupt nicht zu Roger. So, dann gucken wir mal nach sanitäre Anlagen. Gaswasser, Klimatechnik. Wanne der Wonne, 250, ein bisschen wenig. Hygiene 3.
Wie ist das denn hier so? Oh, Stress gemildert, da. 615, ach ja, das ist auch eine schöne Wanne. Die können die sicher leisten. Welche Farbe nehmen wir? Ja, das passt schon. Irgendwie kriegen wir die da schon reinbuxiert. Dann müssen wir den Raum mal ein bisschen umstellen. Der ist in der Tat ziemlich klein, muss ich sagen. Weil jetzt kommt man hier ins Waschbecken. Aber Waschbecken brauchen die nicht. Hände waschen. Macht doch keiner. Oh. So, Roger, nimm mal ein Bad. Nimm mal ein Schaumbad. Roger geht jetzt ein Schaumbad nehmen. Der ist immer noch am Essen. Mein Gott. So, Manny wird das alles zu blöd. Die Eltern sind alle doof. Geht jetzt eine Runde Fernsehen gucken. Wie verstehen die sich denn so? Also, naja, zu Colonel hat er eher eine schlechte Beziehung. Ich meine, der hat ihn ja auch immerhin verarscht. Ist ja auch logisch, ne? Roger passt ja nicht so ganz da rein. So, Mutti hat eine gute Beziehung. Guck mal, es kommt genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dabei habe ich noch nicht mal so viel dafür getan. Lucy! Was ist denn da jetzt los, Roger? Du sollst baden gehen. Hier, mach den Scheiß da weg. So. Oh, Roger. Das war ein schnelles Bad. Was hat er denn jetzt vor? Gegen eine Mülltonne treten? Nein, das macht Roger nicht. Mit jemandem flirten geht ja nicht. Also er kennt ja noch keine anderen Leute. Was macht er denn da jetzt? Die gehen gegen die Mülltonne treten, und zwar beide. Ach, guck mal, da haben die ja endlich mal Gemeinsamkeiten. Stampfen. Nein, nicht den Müll stampfen, Roger. Also in der Familie geht gerade einiges schief. Was soll das denn? Ja, aber Roger geht direkt wieder hin und räumt auf. So, nachdem das Wohnzimmer jetzt steht... Neues Zimmer bauen! Ja, ja, bla bla, geh mir nicht auf den Sack. Wir brauchen ja eigentlich noch ein Schlafzimmer für Rudolf und Ingrid. Ja, ein gemütliches, wunderschönes Schlafzimmer. Das machen wir jetzt aber mal selber, ja. Da müssen wir ja jetzt nicht unbedingt immer die vorgefertigten Sachen kaufen. Alter, geh mir jetzt nicht auf den Keks hier. Was willst du eigentlich von mir? So. Hä? So. Alles klar. Unser Haus ist ja natürlich megamäßig hübsch, ja. Das kann man sich mal angucken. Von außen noch nicht irgendwie verklinkert oder wie auch immer. Gar nichts. Aber das macht nichts. Wir machen jetzt erstmal das Schlafzimmer. So, Wände. Geh mir nicht auf den Keks, scheiß Tipp hier. So, was machen wir denn für ein Haus? Das wird natürlich jetzt erstmal mega viereckig, aber das kann man nachher immer noch irgendwie neu machen. Wir machen jetzt zwei Räume. Wir machen jetzt zwei Räume, von denen das hier das Schlafzimmer wird, weil das größer ist. Und hier machen wir den Schlafraum für unseren Dennis D. Punkt. Punkt. Freunde! So, Schlafzimmer. Ich brauche ein Bett. So, reduzierte Liege. Ja, immer her. So. Alles klar, das kommt jetzt erstmal so dahin. Boah, diese Tipps hier, ne? Geht mir nicht auf den Sack. Hä? Wieso? Okay, ja, das ist klar. So, wie soll der denn pennen? Wir machen das jetzt mal, so, dass das Bett, ich sag mal, schön so steht. So, so pennt er. Wir brauchen aber ein tolles Doppelbett für unser Ehepaar. Was ist das? Reduzierte Liege nur als Doppelbett. Ja, finde ich super. Kann man mal machen. So, das kommt jetzt mitten hier in den Raum rein. Jetzt haben wir aber zumindest auch schon mal ein Schlafzimmer für die beiden. Was brauchen wir noch? Wir haben eine Küche haben wir, ein Badezimmer haben wir, ein Wohnzimmer haben wir.
Ja, Türen werden schon nicht schlecht, ne? Wenn man da jetzt erstmal Türen reinbaut. Türen! Ich habe auch mal privat übrigens mal ein bisschen in das Spiel jetzt noch reingeguckt. Denn ich finde es besser, wenn der Spielfluss ein bisschen flüssiger ist, weil man einfach weiß, wo man was finden kann. Das finde ich irgendwie angenehmer. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich finde das allerdings etwas besser. So, jetzt können wir das Radio mal schön da in die Ecke packen. Da wir ja drei Personen sind, brauchen wir ja auch eigentlich noch einen Sessel. Haben wir da einen? Ja, komm, hier nochmal einen. So. So, denn wie packen wir den denn da dran? So von der Seite, oder? Ja, ja, so sieht das gut aus. So sieht das gut aus. So können wir das machen. So, komm, gib mir den Sack. Alles klar. Die Frage ist ja jetzt, mit was für einem Boden machen wir das Ganze hier? Ich würde sagen, wir machen das mit dem handgekratzten Boden. Der ist irgendwie am schönsten. So, machen wir hier auch. So. Und dann können wir ja noch von außen... Was nehmen wir denn da? Was ist denn das Schönes? Oh, guck mal, das sieht doch sexy aus, oder? Boah, jawohl. Wunderschön. Das, so möchte man sein Haus verputzt haben. Weil, wie heißt das? Felsenbächlein. Sexy, ja. Richtig schön methmäßig. Ey. Und hier auch noch. Ich meine, man kann hier noch immer noch einen Garten hinten dran bauen, aber es ist jetzt erstmal wichtig, dass die überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Ja, das ist jetzt schon mal das A und O. Ich möchte eine Deckenlampe haben. Deckenlampen! So, wir nehmen jetzt die billigsten vom Bild. Ja, wobei... Ja, was viel krasseres können die sich ja eigentlich jetzt noch nicht leisten, wobei die immer noch 11.000 auf der Kante haben. Machen wir mal hier einen. Machen wir mal da einen. Und da in die Ecke kommt so eine... Was ist das für Kinder? What the fuck? Stehlampe, Lumenlaminat, wie auch immer. Schön in die Ecke. So, was wir hier machen, das weiß ich noch nicht so genau. Wir können uns theoretisch eigentlich auch noch einen Teppich da rein friemeln. Wo sind denn Wohnzimmer da? Hier, Teppich. Guck mal, dann können wir uns jetzt noch einen schönen Teppich in die Wohnung legen. Den finde ich doch super hier, guck mal. Der kommt jetzt einfach mitten rein. So, hier, so, zack. Schön! Jetzt können wir erstmal gucken, was hier abgeht. So, du möchtest, was möchtest du machen? Was habt ihr denn alles so für Bedürfnisse? Okay, die beiden. Wir können ja eigentlich mal, Rudolf könnte ja eigentlich mal hingehen und sich mal ein bisschen mit seinem Neffen fünften Grades. Ah, meine verfickte Maus. Unterhalten, beziehungsweise Dennis könnte eigentlich mal den ersten Schritt auf den alten Sack machen und von Herzen kommendes Kompliment machen. Er kann es ja zumindest mal versuchen. So, und Ingrid ist gerade megamäßig krass vom Beat befallen und tanzt jetzt erstmal eine Runde. Oh ja. Schön! Boah, schön macht ihr das. Guck mal, das kann man sogar mal festhalten. Oh yeah. Fühlt den Beat. Fühlt den Beat auf jeden Fall. Fühlt den Beat. Fühlt den Beat. Aber geil. Ja, gabo. Wieso liegt denn da eigentlich noch so ein Käse, Grillkäse? Wer hat denn Hunger? Okay, komm, iss doch mal so ein Grillkäse. Du hast doch Hunger. Tanzen kannst du später auch noch. So. Aber da Ingrid, wie wir ja wissen, eigentlich mit diesem ganzen Meth-Gekochen nichts zu tun haben will, die Küche ist jetzt erstmal so gerade eben fürs Meth-Kochen geeignet. Wir brauchen eigentlich noch eine größere, aber das kommt noch. Müssten wir ja theoretisch hingehen und ihr mal einen Job besorgen. Ich meine, sie ist zwar schon Rentnerin, das heißt aber nicht, dass sie immer noch ein paar Moneten nach Hause bringen kann. So, Dennis D. Hartwig ist nämlich, Ingrid hat keinen Job. Ja, ist schon klar. Und Dennis D. hat auch keinen Job. So, was machen wir denn mit dem? Komm, such mal in deinem
Ja, du brauchst ein Telefon oder... Ah, fuck, wir brauchen zumindest ein Telefon. Aber wir können doch auch im Telefon danach suchen, oder? Job suchen, guck mal da. Da. Boah, Dennis D. Hartwig. Was könnte Dennis D. Hartwig denn werden? Entertainer. Boah, das finde ich doch eine coole Idee. Der arbeitet samstags und sonntags für jeweils 23 Simoleons die Stunde. Das ist aber ganz schön wenig. Aber immer noch, ja, durchschnittsmäßig somit das Höchste. Ja, komm. Du wirst jetzt Künstler. Finde ich, dass das passt auch. So, und du brauchst auch einen Job. Du hast ein Smartphone. Alter. Ja, ja, jetzt mittlerweile habe ich schon einen Job gesucht, du Gammelkind. Jetzt haben wir auf abzudancen. So. Rudolf könnte sich... Wobei, warte mal, Walter White hat doch auch seinen Job als Lehrer gehabt. Beziehungsweise zwischendurch hat er ja die Waschstraße gehabt. Die könnten sich eigentlich alle mal einen Job suchen. Ja, also das ganze Meth-Equipment, das muss ja auch schließlich irgendwie finanziert werden. Na komm, mach deinen, alles klar, Rudolf. Oh, Rudolf wird, oh perfekt, Alter, der wird Verbrecher. Für 9 Simoleons die Stunde, egal, ist egal, es passt wie die Faust aufs Auge. Du wirst Verbrecher. Geil, geil, Alter, das entwickelt sich auf jeden Fall schon mal so, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen hier noch Tapete. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Ja, moin moin, ihr geilen Schnittchen, auch von meiner Seite aus. Willkommen zurück zu Magie fürs Leben, Sims 4. Zuallererst möchte ich mich entschuldigen, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich habe nämlich meinen Speicherstand irgendwie nicht abgespeichert, scheinbar. Und dadurch durfte ich mir alle nochmal neu kreieren. Und deswegen sehen halt alle etwas minimal anders aus. Aber ich habe die Charakterzüge und so weiter, ich habe möglichst da alles versucht zu machen. Manche sind mir, glaube ich, auch ganz besser gelungen, wenn ich mir manche angucke. Pi zum Beispiel gefällt mir eigentlich ganz besser. Ich glaube, ich bin auch besser gelungen. Vor allem habe ich gesehen, dass ich mega dünn und abgemagert war. Und naja, jetzt bin ich es halt nicht mehr. ja. Aber sonst habe ich versucht, alles Mögliche beizubehalten. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, wir ziehen jetzt ein mit Familie von Nogat. Okay, ich habe mir einfach mal den Spaß gegönnt. Ja, hier seht ihr diese wunderschöne Familie. Willkommen zu Familie von Nogat. Sie sind sehr entschlossen. Diese Blicke, guckt sie euch an. Vor allem Pete, der geilste Blick von allen. Er ist wieder grumpy am Start. Nice, super geil. Ich bin Pete. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir den Spaß einfach mal gegönnt, das Ding schon vorher zu möblieren, also das Möblieren zu lassen. Ja, das ist natürlich geil, ein Doppelbett. Jawohl, ich glaube, da hätte ich jetzt etwas ändern müssen. Also so sieht das aus, wenn man das bei von Sims selbst möblieren lässt, einfach mal aus Spaß. Ich glaube, ich ändere mal ein bisschen. Und dieser Fernseher vor allem für die Mongos. Geil, geil, geil. Ey, wir werden terrorisiert hier von dem Spiel. Aber jetzt muss ich erstmal was ändern. Alter. Da darf man nicht mal eben so alles hier wegbauen. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Okay, weiterbauen. Alter! Ich bin zu doof dafür. Okay, ich habe Erbarmen mit denen. Mit uns. Ja, weil wir einen fetten Fernseher haben. Nicht so eine Kacke. Sind die Lampe im Weg? Tatsächlich. Geil!
müssen wir das Geld richtig investieren. Ach, das ist aber schön. So. Okay, Ladies and Gentlemen, lass uns Start drücken und gucken, was passiert. Nichts. Sie bleiben alle verdutzt stehen. Nein, sie wollen alle zum PC und zum Fernseher. Und Chris will nix. Und jetzt gibt's erstmal Schlägerei. Wer darf als erstes an den PC? Der Brammen. Erstmal Runde zocken. So. Jawohl. So schaut's aus. Nice. Der Pete guckt sich erstmal direkt was im Fernsehen an. Das ist ja auch sehr schön. Hat aber schon keinen Bock mehr. Hier wird aber direkt... Meine Fresse. Gibt's direkt Schlägerei. Bram denkt wieder an Hardy. Ach, was schön. Guck mal, Bram ist glücklich. Reden die beiden jetzt miteinander? Oh, sie haben sich lieb. Da haben sich doch zwei Bros gefunden. Direkt auf Anhieb. Das ist so wie bei Big Brother, der Einzug. Das wäre auch cool. Big Brother Pete's Meat Version. Pete und ich reden gerade über das Händeklatschen, ja, und wie man richtig fappt. Das ist auch sehr... über Lamas. Ah, das heißt Hardy, der wahrscheinlich öfter spuckt. Und Hardy kann ich gar nicht genug kriegen von Pete. Wunderschön. Oh, ich glaube, Hardy und Bram holen die nächsten Trolls raus. Das war ja wohl gerade ganz klar so ein Fingerzwicker. Und sie mögen sich deswegen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich lasse sie einfach spielen und kommentiere das einfach die ganze Zeit. Man muss ja gar nichts mehr machen. Bei sechs Leuten hast du ja genug zu tun. Selbst sieht so aus, als wenn er gerade echt keine Freunde hätte. Aber er ist glücklich. Er redet mit nämlich mit wem? Ach, mit dem Hardy. Das ist auch schön. Oh, leck mich am Arsch. Was macht der Bram da eigentlich? Zockt der was? Was macht der da? Blickblock. Ach, wir können ja mal einmal die Kamera drehen. Da können wir uns ja dieses wunderschöne Spiel angucken. Wow. Das sieht spannend aus, Bram, was du da gerade let's playst. Muss ich ja sagen. Cool. Sehr geil. Ich muss sagen, bin sehr zufrieden, dass ich, wie ich diese Familie erstellt habe. Ich glaube, sie sieht eigentlich ganz gut aus. Das finde ich ganz cool beim neuen Sims. Muss man ja sagen. Bram ist immer noch wunderbar glücklich, aber wenn der Bram auch gerade am PC ist, dann könnte er ja eigentlich schon mal die erste... Okay, er hat keine Lust mehr. Dann, Pete, du hast Bock, einen Job zu suchen. Wir brauchen Geld. Ja, jeder soll hier seinen Job trotzdem nachgehen. Ja, vielleicht nicht jeder, aber die meisten. Der Pete zum Beispiel, der darf wieder arbeiten. Was war es bei Sims 3? Da war er noch Militär, Fuzzi. Was machen wir denn jetzt aus ihm? Eigentlich bei dem Face müsste der echt Politiker werden, oder? Gibt's das? Nein. Wieso gibt's denn keinen... Ach, das ist doch doof. Geheimagent ist auch sehr schön. Geheimagent Grumpy Pete am Start. Ah, geil. Könnten ja einen Geheimagenten machen und einen Verbrecher. Das ist auch geil. Ah, oder Pete. Oh, Pete als Astronaut könnte ich mir auch sehr lustig vorstellen. Nein. Wir machen Pete zum Geheimagenten. Geheimagent, Scrumpy Pete, unterwegs. Jawohl. Ey, du sollst einen Job suchen. Auch du, Hardy. Er möchte Verbrecher werden. Ja, Meister des Unfugs kann eigentlich nur Entertainer sein. Und das wird er auch. Amateurunterhalter. Gucken wir mal, ob wir jemand anderen wecken können. Zum Beispiel Jay. Der möchte ja Meisterkoch werden. Bedürfnisse. Mal an hier. Komm. Zack, ausstehen. So, direkt wird das Bett geklaut. So, du kannst mal eine Runde suchen gehen hier. Mein Gott, ich habe aber... Was macht er jetzt? Was tust du? Ich habe Job suchen gedrückt. Was tut er? Ich bin mega... ich bin mega verwirrt. Oh mein Gott, ey. Der erste Tag hier und schon verwirrt. Das ist ja ganz schlecht.
Ist die Kugel größer als diese Kugel? Ah, sehr gut. So, lecker Maul. Sehr gut. Ich komme ja voll durcheinander nachher mit den ganzen Arbeiten. Ja? Hab ich doch. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben schon eine Karriere eingeschlagen. Als geiler Tellerwäscher. Nice. So, hohoho, dann fehlen noch Pete. Ne, Pete hat ja schon. Sepp, Chris, Brammen. Das ist gut. Jay, was möchtest du denn gerne machen? Jay möchte jemanden kennenlernen. Jay möchte eine Mahlzeit kochen. Möchte eine ausgezeichnete Mahlzeit essen. Weil ich ein Vielfraß bin. Alles klar. Komm, Jay, dann koch mal eine Runde. Du kochst jetzt einen leckeren Hamburgerkuchen. Ja. Da schütte ich einfach die Schüssel mal mit rein. Hast du gut gemacht. Jo, was ist das? Was war das, Öl? Ah, das war bestimmt der Schuss Alkohol, den wir hier brauchen, damit man den Fraß genießen kann. Ja. Hast du fein gemacht? Und jetzt schüttet er das nochmal in die... Warum schüttet er es nochmal in einen anderen Trog? Und dann das wieder rumrühren? Okay. Jetzt... der Blick! Der Blick war awesome. Kann ich zurückspulen? Er weiß nicht, wie es geht. Ich glaube, er hat keinen Plan, was er macht. Oh, das war zu viel. Er glaubt ja nicht, dass ich so kochen würde. Ah, lecker. Auch daneben geschüttet. Auch super, Jay. Jetzt braucht er noch eine Pfanne. Wo ist die Pfanne? Jetzt muss ich die Pfanne suchen. Ja, jetzt bräuchte ich einen Grill. Mit einem Grill könnte ich viel besser diesen Ofen benutzen. Ha! Das ging ja fix. Da habe ich aber einen leckeren Kuchen gebastelt. Übrig. Verdorben in 9 Stunden. Ja, dann nimm mal ein Stück. Ins Inventar. Zum Essen rufen. Hätte ich noch machen sollen. Scheiße. Hardy. Kann man dem was Essen anbieten? Andeuten, dass die Mutter sei ein Lama. Ach komm mal, Hardys Mom ist ja wohl jetzt kein Lama, ja? Nee, das ist echt ein bisschen heftig. Hier, blödel mal ein bisschen mit Jay rum. Mal gucken, ob er Bock hat. Weiß die Trollkönige eigentlich miteinander? Ja, das ist klar, das passt. Wir müssen unsere Season 8 Trolls verbessern. Ja, wir wollen nämlich die anderen zusammen total fisten. Ja, mit einem Bett. Wir zerstören das Bett. Nein, Hardy findet das gar nicht geil. Boah, da guckt der richtig sauer. Ha, wir verstopfen das Klo. Komm, lass uns das Klo verstopfen. Weißt du, wir nehmen einfach Klopapier reinkippen. Ne? Auch nicht gut. Okay. Hardy! Okay, was willst du machen? Du willst eine Torte? Was willst du mit dem Törtchen machen? Wollen wir damit die Leute bewerfen? Hardy, was möchtest du damit machen? Du möchtest die Törtchen in den Koffer packen? Ja? Aha! Lektion. Hardy ist kreativ. Kreative Sims finden häufig Inspiration. Können sie keinen kreativen Aktivitäten nachgehen, leiden ihre Stimmung darunter. Okay, Hardy, was für kreativen Shit machst du denn jetzt? Boah, das ist total kreativ, dass du dir jetzt was zu essen holst. Leck mich doch am Arsch, Hardy. Du bist der Beste, echt. Hammer. Unangenehmes Gespräch. Ich sehe aber auch so aus, als wenn ich gerade echt kurz am Trollen wäre. Hardy, hast du Bock auf Baseball? Wie kann ich denn bitte Baseball mögen? Essen. Ja, das ist in Ordnung. Hardy habe ich gut getroffen, oder? Wo ich finde, ich bin eigentlich auch echt gut getroffen. Bin ich zufrieden. Man erkennt auf jeden Fall alle. Das finde ich geil. Das ist echt schön gemacht. Das muss man echt die Sims lassen. Den Entwicklern. Das ist sehr geil. Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit der ersten Folge von Nuggets. Ja? Schaltet dann bei der nächsten Mal ein. Oder beziehungsweise bleibt dran. Ja, jetzt haben wir nämlich eine Werbung. Oder auch nicht. Vielleicht ist es auch das Ende der Folge. Dann bis morgen. Tschüss. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magie im Leben. Und in der heutigen Folge werden wir uns mit den Geilfördereigenschaften unserer wunderschönen Tutella beschäftigen. Oh ja. Erstmal an dieser Stelle vorstellen. Könnte das hier eine Chance sein für einen Dreier? Man weiß es nicht so genau. Könnte tatsächlich sein. Ein bisschen für einen Dreier vorstellen, wäre auch mal eine schöne Sache. Was sagt denn der finnische Gradus dazu? Gradus. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Gradus komme. Ich weiß nicht. Komm. Hoppala. Du nicht. Du experimentierst. Ja. Draußen sieht schon so aus, als wenn es hier eine richtig krasse Gemeinschaft werden könnte. Oh, die Dame verabschiedet sich. Das wird wohl ein Mann-Mann-Frau-Dreier hier. Komisches Sex-Müllspielchen. Ich bin mir nicht so sicher. Halt doch mal die Fresse ein bisschen, Marcel. Das kann gar nicht sein. Erstmal. Erstmal abfurzen an dieser Stelle. Immer ein ganz, ganz großer Sport. Gucken wir doch mal ganz kurz, was die dazu sagen. Oh mein Gott! Hey Schwesterchen! Guck mal, was ich gerade mache. Ich mache gerade einen Trank zusammen hier, damit Mama mal wieder richtig Sex haben kann. Boah, ist das langweilig. Da setzt sich der Gurus erstmal hin. Ja, also Mama, die ist voll die krasse Schlampe. Oh ja, die poppt die ganze Zeit. Die poppt die ganze Zeit. Wie so ein Hühnchen. Immer am Reinmachen. Und irgendwie hat die ihre Sachen mit diesen Müllspielchen. Das ist eine ganz komische Sache. Immer dieses Müllsex. Ich weiß auch nicht, was das ist. Mama hat eine ganz komische. Ja, vor allem die Sache mit der Banane. Ich verstehe das echt nicht so genau. Bananensex? Ich meine, ich wusste schon immer, dass Mutti in der Schlampe ist, ja, aber dass sie direkt diese Bananensachen da macht, ich verstehe das nicht genau. Irgendwie ganz komisch. Ab und zu dann auch noch die Sache mit den Tieren. Mutter hat sich echt verändert, seitdem Papa tot ist. Ja, wirklich. Früher hat die sich immer diese schönen Analplugs hineingesteckt, aber heutzutage Sex mit Tieren und mit Müll ist schon eine komische Sache. Ja, ist wirklich eine komische Sache. Springen wir auch direkt mal rüber. So, Tutella und Marcel, was machen die beiden denn jetzt? Haha. Oh. Oh, hey, was geht denn da ab? Was machst du da? Gucken wir doch mal ganz kurz rüber. Da wird noch experimentiert. Marcel setzt sich einfach mal an den Tisch. So, so, du hast also mit deinem Bruder über mich geredet. Hahaha, ja, ich weiß genau, was abgeht. Hey, guck nicht so blöd, ja? Echt mal, total nerviges Scheißgirl, ja? Aber du kannst ein paar Süßigkeiten haben, du kleines Süßes mit. Oh mein Gott, was wird Marcel machen? Ja? Marcel wussten wir alle schon wirklich. Ich meine, der heißt schon Paulus, ja? Ist schon so eine Sache, wo man sagen muss, ist schon hart. Ist auf jeden Fall schon hart. So, können wir dir mal bitte bitten zu gehen? Bitten zu gehen, da. So, wo ist denn Gurdus? Der guckt schon wieder Fernsehen. Alles klärchen. Geh dir mal eine kleine Dusche nehmen. Du gehst jetzt mal. Und wir kümmern uns mal ganz kurz ein wenig. Oh cool. Prudencia ist hier klüger geworden. Ist auch an dieser Stelle wütend. Die will jemanden verspotten. Mit Tutella rumalbern. Okay. Verspotten. Anbrüllen. Ja, Auswahl. Lustig. Tja, ich dachte eigentlich. Brillante Idee mitteilen. So, das machen wir doch jetzt mal. So, Gurdus. Ja, meine Eltern, ne, die sind immer so ein bisschen komisch. Immer wieder am Rumvögeln und nicht was. Das geht mir voll auf die Eier. Ich gehe da jetzt auch mal hin. Das kann ja so jetzt nicht angehen.
Oh ja. An dieser Stelle kann man dann einfach nur sehen, wie die einzelnen Leute in dieser wunderschönen Kaserne sich die ganze Zeit im Zimmer von Prudencia aufhalten. Keine Ahnung, was das genau soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen fikisiert. Genau, fikisiert. Ein wenig fixiert auf einzelne kleine Sachen. Und wir machen jetzt erstmal ein ärgerliches Kacki. Prudencia muss sich ein wenig abregen. So, go, go. Mach ein ärgerliches Kacki. Und du machst Kochen für Grillkäse in Familiengröße. Do it. So, was haben wir hier? Blase, Hunger, Energie. Du machst ein Nickerchen. Ja. Ja, ist echt voll zum Kotzen. Ich sag dir, dieser komische Marcel ist voll der kleine Spaß. Ja, da muss ich erstmal einen richtig dicken Haufen ins Klo setzen. Ich verstehe auch nicht genau, was da passieren konnte. Ja, alles scheiße. Erstmal hier die Hände waschen, ja? Ah, da schäumt's doch richtig zwischen den Händen. Oh ja. Ich verstehe es auch nicht genau, was sich Tutela dabei gedacht hat. Was denkst du denn dabei, liebste Tutela? So, ja, also ich liebe meine Kinder, ja, aber es ist halt schon ein wenig komisch, ja. Erstmal salzen das Ei hier. Das Toast, yummy, yummy, yummy. So, und schon gibt's was zu essen. Yummy für alle. Können wir zum Essen rufen? Zum Essen rufen. Karu! Karu! Verspielt. Ist okay. Go, go. Zum Essen rufen. Was will die? Höheren Level of Coffee. Freundlich zu Grudus sein. Nein, möchte man nicht. Wir essen jetzt zusammen. Können wir uns dann erstmal wieder in Ruhe über Marcel unterhalten. Ich habe gesagt, in Ruhe. Mit Marcel unterhalten. Do it. Du kannst eigentlich ganz nur Fernsehen gucken, du Lutscher. Du Mama, sag doch jetzt einfach mal, was läuft da eigentlich zwischen dir? Nein, fick dich. Mit dir rede ich da nicht drüber. Ich unterhalte mich da nur mit Gurus drüber. Tja, dann halt nicht. Aufräumen. Tja, da unterhält man sich lieber ein bisschen mit seinem Bruder. Was hast du denn dazu? Ja, also, ich muss sagen, das ist schon ziemlich gesund alles hier, aber irgendwie Hunger habe ich jetzt auch nicht mehr. Treffen wir uns doch lieber mit allem mal in der Küche. Krabben! Das schmeckt wie Krabben. Boah, Krabben schmecken zum Kotzen. Tja, komische Fantasien hier überall in der Familie, auf jeden Fall bei Familie Corpus. Nachdem alle eigentlich gar keinen Hunger mehr haben, zumindest Prudencia und auch Tutela, ist Gurdus eigentlich der Einzige, der jetzt noch kurz was essen konnte. Die sich hier noch am Unterhalten sind. Meine Fräse. Meine Fräsen, ey. Was macht die denn jetzt, ne? Tutela läuft irgendwo hin. Wir wissen es nicht. Wir beobachten sie. Sie geht zu sich ins Zimmer. Ja. Ja, also, das ist für mich. Moment. Was machst du jetzt? Ja, das ist für mich die einzige Möglichkeit gewesen, jetzt vernünftig aufzuräumen, nicht? Da musste ich erstmal das Essen abräumen und dann anschließend habe ich das bei Prudencia ins Zimmer geräumt, ne? Das ist immer ein bisschen wichtig. Ordnung muss ja sein. Kann ja nicht überall stinken wie Sau, nicht? Ja, und jetzt regen sich wieder viele über meinen Akzent auf, wa? Aber ich kann auch nichts dafür, da ich eine Frau von Welt bin, da redet man manchmal so. Tja, das ist halt echt so eine komische Sache. Jetzt erstmal hier aufräumen, ja. Was man alles gar nicht glauben kann. So, dann geh nochmal eine Dusche nehmen. Du gehst einen Kacki machen, sie räumt auf und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge von Familie Corpus,
bei Maggie im Leben. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir freuen euch. Tja. Wir freuen euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.